Hallo, ich möchte Sie heute herzlich begrüßen zu unserem iAcademy Workshop. Mein Name ist Eva Poxler und ich bin Bildungsreferentin für Lerntechnologien an der Fraunhofer Academy. Das ist eine Einrichtung der Fraunhofer Gesellschaft. Und ich stelle Ihnen heute vor, wie Sie eigene Apps für Smartphone oder für Tablet-Geräte erstellen können. Und zwar mit unserem System, das wir in der Fraunhofer Academy zusammen mit einem IT-Dienstleister entwickelt haben, der iAcademy. Was lernen Sie heute? Wir erstellen eine kleine Lern-App und ich zeige Ihnen ein paar Beispiele, wie das System auch aussieht. Zur iAcademy selbst. Besteht aus drei Teilen. Zum einen einer App für mobile Endgeräte, also für Tablets oder Smartphones. Die können sich auch umsonst im Google Play Store oder im App Store herunterladen. Können Sie auch auf Kindle Fire, funktioniert er auch. Dann haben wir einen Editor, mit dem wir nachher arbeiten werden. Da können wir einzelne Kursinhalte eben für die App erstellen und ein Portal, auf dem die fertigen Inhalte, also kleinen Kurs-Apps, die Sie für die große App erstellt haben, indem Sie die auch veröffentlichen können. Genau, zur iAcademy-App selbst. Sehen Sie mal, wie das Ganze aussieht. Das Ganze ist eine Bibliotheks-App. Das heißt, Sie kommen hier rein in die App und Sie sehen die Inhalte. Das heißt, wenn Sie den Editor benutzen, können Sie dann so einen Inhalt erstellen und den Inhalt können sich die Nutzer in der App herunterladen. Sonst läuft die App generell offline. Das heißt, sehr praktisch. Das heißt, wenn jemand so einen Lerninhalt herunterlädt, kann er zum Beispiel auch ganz offline und bequem zum Beispiel im Zug lernen. Genau, hier so sieht das Ganze auf Ihrem Tablet aus. Also Sie haben hier die iAcademy. Sie klicken dann oder drücken da drauf und kommen dann eben in das Regal. Hier haben Sie verschiedene Buttons, also verschiedene Sammlungen, die Sie auch anlegen können von verschiedenen Inhalten, also als Nutzer jetzt. Sie können den Kurs löschen, Sie können sich anmelden. Das heißt, wenn Sie das Ganze, den Kurs, den Sie hier gestaltet haben, in dem Studienkontext verwenden wollen, dann können Sie da so ein Anmeldesystem einbauen. Jetzt schauen wir uns mal so einen Kurs an. Da gehen wir auf Roberta-Aufgabe Kreisumfang. Und dann kommen wir, wenn wir drauf drücken, zuerst auf eine Überblicksseite. Und hier sehen wir schon, was man hier alles schon mal machen kann. Hier kommt man wieder zurück auf die Bibliothek, die wir vorgesehen haben. Hier können wir nachschauen, wer hat denn diese App erstellt. Und hier kann man so einen Lernfortschritt zurücksetzen. Das kann ich nachher noch erzählen. Sie können ja die App für die Titelfolie branden. Das heißt, Sie können hier Ihr eigenes Logo verwenden, eigenes Bild verwenden, eigenen Titel der App geben und sozusagen hier noch einen kleinen Teaser schreiben, um was sich Ihre App handelt. Mit Drücken auf den Startpunkt kommen Sie dann rein in die App selbst und hier sehen Sie jetzt mal, so wie das Ganze aufgebaut ist. Das geht nach dem System der Lernlandkarte. Das heißt, Ihre Inhalte sind auf einer Landkarte zu finden. Und Sie können hier für den Nutzer so einen Pfad einrichten. Den können Sie ganz frei gestalten. Im Endeffekt, Sie haben ein Hintergrundbild und legen dann Ihre Elemente drauf. Das heißt, es ist hier ein sehr linearer Pfad. Es kann aber auch ein Pfad mit Abzweigungen sein und mit Fallunterscheidungen, wo es lang geht. Und hier sieht man jetzt hier, da kann man schon rein in die Einführung. Das andere ist noch so ein bisschen ausgegraut. Das heißt, es ist sehr linear und der Nutzer soll jetzt erstmal in die Einführung gehen. Und wenn er jetzt in die einzelnen Elemente geht, kommt er Schritt für Schritt zu neuen Elementen. Ich habe es hier jetzt mal aufs Aufpop-Window-Bilder dargestellt. Also hier zum Beispiel bei der einen Übung gibt es dann zum Beispiel eine Multiple-Choice-Aufgabe. Das heißt, da können Sie jetzt als Autor einstellen, okay, ich möchte den Nutzer noch ein bisschen testen, bevor er in diesem Pfad weitergehen kann. Hier ist eine andere Aufgabe, ist eine Zuordnungsaufgabe. Da muss der Nutzer jetzt hier so Berechnungen zuordnen. Jetzt hat er hier so Auswahlmöglichkeiten, die er dann den richtigen Lücken zuordnen muss. Hier ist noch so ein anderes Spiel, das ist so die letzte Übung. Da ist dann also die Abschlussaufgabe, sozusagen so eine Programmieraufgabe nachzulösen, nach der Programmierumgebung, die in dieser kleinen Lerneinheit sozusagen dem Nutzer beigebracht wird. Hier sieht man das nochmal in groß, das ist ein Zuordnungsspiel. Da sind Elemente und hier sind Freitexte und das ist jetzt natürlich im Freistellen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber je mehr Elemente Sie natürlich in die App einbauen zum Verschieben, desto komplexer wird das Ganze. Und hier mit den Häkchen bekommt der Nutzer dann mitgeteilt, welche Elemente schon an der richtigen Stelle sind und welche noch nicht. Genau. Der Nutzer hat außerdem die Möglichkeit, sozusagen sich Notizen anzulegen, Notizen zu machen in der App selbst.
Das heißt, das müssen Sie auch nicht programmieren oder also erstellen. Sie müssen ja mit dem Autorensystem nichts programmieren. Das ist sozusagen schon in dieser gesamten Container-App vorhanden, diese Funktionalitäten, wie dass man sich eine Notiz machen kann. Und da kann der Nutzer einfach sich das ein bisschen personalisieren. Zusätzlich, wie wenn man sich jetzt textuell was dazu schreibt, kann er sich hier Notizen festlegen in der gesamten App und kann die auch dann wieder aufrufen und sich zum Beispiel hier mit dem kleinen Mail-Button hier zum Beispiel, wenn er jetzt seinen E-Mail-Account angeschaltet hat, sich auch zusenden. Genau, des Weiteren ist ein kleiner PDF-Reader integriert. Das heißt, Sie können, wenn Sie die App erstellen, können Sie dem Nutzer ja Literatur noch mitgeben, weiterführende Informationen. Das kommt natürlich ganz auf den Inhalt Ihrer App an. Zum Beispiel einzelne Paper passen hier sehr gut rein oder eben Zusatzinformationen. Also hier gibt es nochmal Informationen über eine andere Programmierumgebung und über die Konstruktion von verschiedenen anderen Robotermodellen. Hier können Sie nicht nur PDFs eingeben, sondern auch Excel, Tabellen und auch Word-Dokumente. Die können allerdings hier nicht mehr geöffnet werden, aber dann in einer anderen App, die eben das unterstützt. Genau, hier sehen Sie dann, wenn jetzt jemand den Pfad sozusagen durchlaufen hat, bis zum Ende bekommt er das auch mitgeteilt. Das ist inzwischen nicht mehr ausgegraut, sondern normal sichtbar, die Buttons. Und ich habe hier so kleine Häkchen in grün, wenn ich ein Element geschafft habe, und in blau, wenn das noch bearbeitet werden soll. Genau, und es muss jetzt nicht nur linear sein, wie wir vorgesehen haben, sondern es kann verschiedene Pfade geben. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel drei Pfade, die durchlaufen werden können bis zum Ende. Das heißt, man startet hier mit dem Einstiegsquiz, kommt dann zu einer Einführung, was es geht, und kann dann wählen, ob man sich jetzt entweder mehr mit Sensoren beschäftigen möchte oder mit der Steuerungskomponente oder lieber mit der Programmiersprache. Und alle drei Wege führen sozusagen zum Ziel, eben zu dem Abspielen des Programms. Und dann am Ende gibt es noch hier sowas, das sehen Sie hier mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Hier können Sie auch zum Beispiel Einzelelemente Passwort schützen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die App in einen Schulungsinhalt integrieren wollen, in Präsenzschulung, und sozusagen bestimmte Inhalte erst nach dem Präsenzseminar freigeben wollen, dann können Sie das mit einem Schloss sichern. Und der Nutzer bekommt dann sozusagen von Ihnen das Passwort, ja, da geben Sie jetzt Sofa ein, zum Beispiel das Passwort, und dann können Sie da nach der Vorlesung da auch rein. Genau. Wie das alles gemacht wird oder wie man das machen kann, das möchte ich Ihnen jetzt im Editor selbst zeigen. Dafür schließe ich jetzt hier die Präsentation einmal und wir gehen in iAcademy selbst hinein. Also hier sehen Sie den Editor. Und hier haben Sie im Endeffekt, sehen Sie mal, was Sie hier alles machen können. Das kommt Ihnen wahrscheinlich jetzt vertraut vor. Sie haben hier so ein Vorschau-Element, wo Sie immer alles sehen, wie das dann in der App aussieht. Das ist jetzt hier die Titelfolie, die wir vorgesehen haben. Und jetzt haben Sie hier immer eine ID stehen. Das heißt, das ist also die Erkennung, damit das System weiß, welchen Kursinhalt Sie gerade generieren. Das ist eine Nummer, die ist eindeutig. Die gibt es nur einmal. Sie können hier auf Neu drücken. Dann können Sie diese ID ändern, dann wird eine neue erstellt. Oder Sie können auch eine alte ID laden, wenn Sie zum Beispiel schon mal eine Lern-App erstellt haben, wollen die weiter benutzen. Sie können hier einstellen, in welcher Sprache es angezeigt werden soll. Also es ist alles, diese ganzen Kategorien sind wichtig nachher, wenn Sie es im Store stehen haben. Das heißt, wenn andere Leute nach Ihrer App suchen wollen und sollen, dann können Sie damit besser Ihre App finden. Zum Beispiel, Sie stellen hier Deutsch ein. Und jetzt haben Sie hier noch eine App-Kategorie, dann nehmen Sie jetzt mal hier Bildung und Wissen. Dann können Sie hier einen Titel vergeben, zum Beispiel App. Und hier, ja, schreiben Sie mal aus Kurztitel, der ist jetzt zwar länger, aber das geben wir jetzt mal hier trotzdem an, mobile App, und der erscheint Ihnen dann hier oben in der Vorschau. Sie können die Vorschau auch hier über das Feld vergrößern und Sie sehen dann schon, da haben Sie hier mehrere Möglichkeiten, auf welchem System Sie arbeiten wollen, zum Beispiel auf einem iPad Mini, auf dem iPhone 4, 5, 6, und es zeigt Ihnen dann immer an, wie das dann unterschiedlich aussieht. Schließe ich das mal wieder, damit wir hier wieder alles sichtbar haben. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel stehen, okay, das wäre jetzt ideal für das Android-Tablet. Stellen wir es nochmal auf iPad um. Dann füllt sich das Ganze aus. Wir haben vorgesehen, bei dem Android wurden ein paar Sachen abgeschnitten. Das Ganze funktioniert so, Sie können hier mit dem Editor eine App erstellen. Und es ist dann auf sämtlichen Geräten nutzbar, wird allerdings skaliert. Das heißt, es werden zum Teil, weil es unterschiedliche Größenverhältnisse gibt bei den einzelnen Apps,
werden dann zum Teil schwarze Balken eingeblendet. Aber dafür müssen Sie nicht für jedes mobile Endgerät eine eigene App erstellen. Sie können es allerdings für dieses System anpassen, wo Sie die meisten Nutzer haben. Das bietet sich an, dass man es zum Beispiel, wenn man weiß, die meisten Nutzer benutzen ein Smartphone, dass ich es dann aufs Smartphone anpasse. Und wenn ich weiß, die meisten benutzen ein Tablet, dass ich es aufs Tablet anpasse. Genau, hier Autor, dann können Sie hier Ihren Namen schreiben. Hier schreibe ich jetzt mich mal rein. Da können Sie Ihren eigenen Namen hinschreiben, der erscheint hier oben. Dann hier können Sie eine Version festlegen, das ist für Sie zur Hilfe. Wenn Sie jetzt anfangen, können Sie oder mit mehreren arbeiten, können Sie damit so ein bisschen festlegen, wie weit Sie eigentlich schon sind, was der Stand ist. Speichere ich das Ganze mal, ist ja immer wichtig, dass man das gleich speichert. Da gehen Sie hier oben hin auf Datei, machen Speichern unter und dann können Sie das, da poppt dann Ihr Dateisystem auf und da speichern Sie das einfach mal. Ich speichere es jetzt hier mal unter Test, speichere das hier unter den Desktop. Genau, und schon wird das hier benannt. Sonst die üblichen Sachen, Sie können hier ein neues Element öffnen, ja, ein neues Element erstellen. Hier können Sie eine Datei öffnen, die Sie schon haben im Dateisystem. Und hier können Sie es auch nochmal woanders speichern, das Element. Wenn Sie sagen, Sie haben verschiedene Stufen, können Sie es wie bei einer Word-Datei oder anderem öfter speichern. Hier können Sie das Programm beenden. Genau, dann gehen wir hier weiter. Copyright. Das heißt, ja, das wäre jetzt hier bei mir die Fraunhofer Academy. Das wäre Ihre Institution oder wenn Sie eine Einzelperson sind, sind das wieder Sie. Erscheinungsdatum, das können Sie jetzt angeben. Das haben wir hier heute, ja, den 20.05. 2015. Da können Sie das Datum eingeben, was Sie möchten. Hier haben Sie einen Untertitel. Um was geht es denn? Kurzer Einblick. Und hier haben Sie eine Zusammenfassung, da können Sie, da mache ich jetzt hier so ein bisschen Text, da können Sie schreiben, was Sie möchten. Sie können auch Texte rüber kopieren in die App, das ist auch kein Problem. Genau. Dann haben Sie hier bei Bilder, haben Sie hier verschiedene Elemente. Sie können nämlich hier jetzt das erste Mal Ihr App-Cover gestalten, das heißt, was wir vorher gesehen haben, sozusagen in der Bibliothek. Und dafür können Sie entweder ein Bild reinladen. Wenn Sie da drüber, länger drüber bleiben, zeigt es Ihnen eine vorgeschriebene Größe, die Sie verwenden sollten. Es verkleinert Ihnen die Dateien automatisch, das ist auch kein Problem. Sie können hier Sachen aus einer Standardbibliothek wählen oder Sie können hier unseren Cover-Editor öffnen. Den öffne ich mal, dann hat man hier so ein kleines Hilfesystem und hier kann ich ein bisschen was reinladen. Also hier lade ich erstmal ein Logo rein. Da gehe ich jetzt hier mal zu mir. Genau, gehen wir zu den Logos. Hier mal das schöne Fraunhofer-Logo. Das erscheint dann hier oben. Hier kann ich die Hintergrundfarbe ändern. Da nehme ich jetzt mal ein schickes Weiß, dass das ein bisschen abgesetzt ist. Da haben Sie bestimmt zum Beispiel im Unternehmen Corporate Design Vorgaben oder wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten. Als Einzelperson können Sie da ganz frei gestalten. Dann aus Titel machen wir wieder mobile App. Und ja, hier können Sie auch jeweils wieder Hintergrund ändern, Textfarbe ändern, wie Sie das möchten. Und hier können Sie noch ein kleines Bild reinlegen. Ja, dann machen wir hier mal das. Dann haben wir hier jetzt so eine kleine runde App. Also noch nicht die fertige App, aber ein kleines rundes Titelbild. Dann drücken wir auf OK und jetzt haben wir hier unser Cover schon mal gestaltet. Genau, und jetzt wollen wir die Titel, also das Titelbild anlegen, das ist ähnlich. Da machen wir wieder Autorenlogo. Dann nehmen wir hier wieder das Fraunhofer-Logo, was wir schon hatten, stellen die Hintergrundfarbe wieder auf weiß. Dann als Titelbild, ja, dann nehmen wir gleich dieses Bild, was wir hatten, nochmal wieder, das Cover zu Smart Spaces. Und jetzt können wir hier noch eine Titelschrift generieren. Das ist auch ein Bild. Das ist, falls Sie jetzt hier auch ein Logo einbetten wollen, wir wollen jetzt hier nur Text haben. Deswegen schreiben wir es jetzt hier mittels dem Schriftkarten-Editor gleich hin. Und nennen das hier jetzt auch mobile App. Und ja, hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Schriftfamilien auszuwählen, Stile und Größen und ja, Anordnungen, ob es mittig zentriert ist oder seitlich und verschiedene Schriftfarben. Wir lassen das allerdings jetzt alles erstmal so und haben hier nochmal den Text hier unten. Sehen Sie jetzt die verschiedenen Farben nochmal. Also hier können Sie die Farbe auch ändern. Können Sie hier zum Beispiel Rötliches nehmen und hier das können Sie auch verändern. Sie haben ja die Möglichkeit, entweder über diesen Color Picker zu gehen.
Das heißt, Sie klicken einfach hinein und wählen die Farbe, die Sie haben. Oder Sie haben hier die Möglichkeit, über RGB-Farbwerte auszuwählen, über den Webcode oder hier über die Saturation. Also Sie haben da verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie es jetzt aus anderen Grafikprogrammen dann nur einen Code kriegen für die richtige Farbe, können Sie den da sehr gut angeben. Genau. Und schiebe ich das Element hier kurz. Ja, hier haben Sie eine Wahl zur Schriftart im Text. Also später in den einzelnen Modulen, da können Sie entweder mit Serifen oder ohne Serifen nehmen oder eine Monoschrift. Und Sie können hier Lernfortschritt anzeigen, ein- und ausklicken. Ich würde jetzt beides mal anlassen. Das zeigt Ihnen dann hier zum Beispiel, ob es diese grünen Erfolgssymbole und diese blauen gibt oder nicht. Und hier, ob unter dem Modul ein Text angezeigt wird oder nicht. Ich lasse jetzt mal beides an. Also das ist hier alles unter Allgemein. Jetzt kommen wir ins nächste Feld, Module. Und hier sehen Sie schon, das Ganze ist etwas komplexer. Wir fangen hier einfach ganz oben, ganz einfach an mit der Lernlandkarte. Sie können jetzt hier eine eigene Lernlandkarte reinziehen. Da haben Sie eine beliebige Größe. Die wird Ihnen dann verkleinert hier. Oder Sie können hier einfach eine Lernlandkarte von uns erstmal wählen. Da gehe ich jetzt mal rein und wähle jetzt hier, da gibt es verschiedene Elemente. Sie können sich so in der Vorschau mal anschauen, wie die aussehen und so. Und wir nehmen jetzt hier mal ganz einfach den Kreis. Genau, der erscheint Ihnen dann hier. Das heißt, Sie haben jetzt hier ein Bild mit Ihrem Lernpfad und können jetzt hier die einzelnen Module anlegen. Jetzt lege ich mal ein Modul an, schreibe ich neu. Da wird jetzt automatisch Typ Lerneinheit gewählt. Die lassen wir jetzt auch erstmal. Ich kann hier diese Lerneinheit hier runterziehen. Ich beschrifte die einfach mal mit Lerneinheit. So. Habe ich die wieder leider hoch verschoben. Bisschen ungeschickt hier so. Ich kann das jetzt mal auf schwarz einziehen. Entschuldigung. Genau. Jetzt mache ich hier mal gleich eine Seite dazu. Hier haben Sie die Möglichkeit, wie wir das vorgesehen haben, Passwort festzulegen. Ja, zum Beispiel Sofa, hier bietet es sich jetzt nicht an. Ich lasse das mal weg. Das jetzt nicht dauernd verschiebt, sonst lasse ich es gleich oben. Jetzt mache ich hier eine neue Seite. Und hier kann ich jetzt auch einen Titel festlegen, zum Beispiel Einführung ins Thema. Das heißt, hier kommen meine ganzen Textelemente. Das ist quasi wie so PowerPoint, kann man sich das vorstellen. Man kann hier verschiedene Seiten anlegen, immer mit neu. Und hat hier die Möglichkeit, verschiedene Layout-Typen einzustellen. Zum Beispiel hier Titel und Text. Dann gibt es hier oben nur einen Titel und nur Text oder nur Bild. Dann ist das ein ganzes Bild. Halbes Bild, halber Text. Wählen wir das mal aus. Und dann können wir hier eine Mediendatei reinladen. Die Mediendatei kann jetzt aus einem JPEG-Bild bestehen, aus einem PNG-Bild. Also PNG, da haben Sie halt noch transparente Flächen im Bild. Oder aus einer Videodatei, MP4-Format. Und die wir wählen uns jetzt mal ein Bild aus und dann nehmen wir mal hier dieses Windhorf-Page. Genau, da haben wir hier dieses Element hier und auf der anderen Hälfte haben wir Platz für Text. Den Text können wir hier eingeben. Das heißt, wir haben hier Text. Ich gebe jetzt hier einfach blind Text ein. Wenn ich Enter drücke, wird hier automatisch HTML formatiert. Sie können hier mit HTML5 auch arbeiten. Das ist kein Problem. Wir haben aber hier so ein paar Elemente, wie bei einem Backend von der Webseite, die Ihnen die Arbeit ein bisschen erleichtern. Das heißt, Sie brauchen für die gesamte App-Erstellung keine Programmierkenntnisse. Zum Beispiel können hier Sachen fett machen, da gehen Sie, markieren Sie drüber und drücken einfach auf Fett. Dann sehen Sie das hier auch, wie das Ganze aussieht. Und genau, so können Sie hier so einen kleinen Text eingeben. Sie haben die Möglichkeiten, ja, hier die Schrift größer zu machen, kleiner zu machen, Aufzählungen einzugeben oder auch Verweise zu machen. Für Verweise, da können Sie Verweise zum Beispiel erstellen auf das Glossar, auf die Literatur oder auf externe Webseiten. Zum Beispiel bei einer externen Webseite geben Sie das so an, geben dann die Webseite an, zum Beispiel hier iacademy.mobi. Genau. Und haben hier zum Beispiel Ihren Text, der dann im Text selbst steht und hier die Webadresse, auf die wir Sie verweisen wollen. Das heißt, Sie sehen das Ganze jetzt als wurde jetzt hier eingefügt. Dann mache ich jetzt hier mal noch so ein paar Breaks, damit man das schön sieht.
Das heißt, hier haben Sie die Webseite. Wenn jetzt da jemand draufklickt, springt er dann direkt in seinem mobilen Endgerät zur App. Da können Sie dann gucken, dass Sie da zum Beispiel dann vielleicht noch ein bisschen Platz lassen, damit es so ein bisschen ordentlicher aussieht und es so ein bisschen formatieren. Also Sie können sich hier immer anschauen. Sie können es dann nachher auch auf dem richtigen Gerät testen. Bietet sich auch an vor der Veröffentlichung, aber das ist ganz praktisch, dass Sie es hier immer schon mal sehen, wie das Ganze aussieht. Genau, wenn Sie jetzt andere Verweise erstellen müssen, dann brauchen Sie natürlich ein bisschen Inhalte. Da können Sie hier oben auf Glossar gehen. Dann können Sie hier Glossar-Einträge machen. Hier können Sie entweder die Glossar-Einträge über Excel-Tabellen importieren mit einem CSV-Import-Datei oder Sie machen das ganz einfach händisch. Sie geben hier eine Definition ein, schreiben zum Beispiel ja, irgendein Wort, zum Beispiel die Academy. Institut für und geben hier eine Definition ein. Sie können hier auch Bilder dazu eingeben. Ich mache es jetzt hier mal ohne. Das erscheint Ihnen direkt hier. Sie müssen nichts weiter dafür tun. Sie können das auch ausblenden, wieder einblenden und können hier einfach so viele neue Elemente erstellen, wie Sie möchten. Wenn Sie jetzt wieder zurückgehen, also hier auf Module und jetzt gehen wir hier weiter unten im Text, machen nochmal ein paar Breaks. Und gehen wieder hier auf das Verweissymbol. Können Sie hier zum Beispiel, ist schon ausgewählt, weil wir jetzt nichts anderes haben, auf Glossar gehen, Academy, also den Glossarbegriff auswählen und dann auf OK drücken. Und jetzt haben Sie hier, ja, jetzt arbeitet die Vorschau ein bisschen überlastet mit der Aufnahme vielleicht, der kleine Rechner. Naja. Tue ich mal weg. Auf jeden Fall erscheint dann hier das Feld Glossar und wenn Sie dann in der App draufgehen, da erscheint hier dann sozusagen eine kleine Ansicht mit der Definition. So können Sie Ihren Text ein bisschen entzerren und bestimmte Informationen, die für manche Personen wichtig sind und für andere aber gängige Begriffe sind, dann ein bisschen ausgliedern, damit nicht alles im Text steht. Genau. Genauso können Sie hier jetzt noch weitere Seiten anlegen. Da gehen Sie hier auf Neue. Legen eine weitere Seite an. Hier zum Beispiel, jetzt geht es weiter. Und so können Sie einfach da durchgehen. Sie können die einzelnen Seiten auch hier über diese Pfeiltasten verschieben. Das heißt nach oben und nach unten. Sie können einzelne Seiten auch wieder löschen. Jetzt können wir auch hier mal einen anderen Layout-Typ einstellen. Dann nehmen wir mal Dreiviertel Bild, ein Viertel Text. Dann genau, Three Quarter. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Bild von dem Lebtechnischen Zentrum bei uns, bei Fraunhofer. Und ja, da sieht man jetzt schon, da hat man jetzt ein bisschen weniger Textbreite, aber ist auch noch okay. Und jetzt möchte man vielleicht nicht nur Text schreiben, sondern auch audiomäßig was erklären. Zum Beispiel will jemand so eine Audiospur hinterlegen, wo erklärt wird, was jetzt in diesem Lebtechnischen Zentrum gemacht wird. Und dafür gibt es hier die Soundschaltflächen. Da können wir draufklicken. Da gehen wir jetzt hier wieder auf Neu. Und da können wir jetzt hier sozusagen einen kleinen Button machen auf dieser Seite. Da wählen wir uns jetzt, also können Sie auch immer Ihren eigenen Button, Ihre eigene Grafik verwenden. Wir nehmen jetzt hier mal eine aus unserem Sammelsurium. Das ist auch in der App ja integriert. Da können Sie was nehmen. Dann nehmen wir jetzt hier mal diesen Sound-Button. Der passt ganz gut. Und dann ziehen wir den jetzt mal hier hin. Und im Endeffekt können Sie jetzt hier eine Sounddatei einfügen. Dann nehmen Sie also müssen Sie einen MP3-File nehmen und dann stellen Sie das ein. Ich mache das jetzt mal nicht. Sie sehen das jetzt hier und wenn Sie jetzt da draufklicken, dann wird sozusagen Ihr MP3-File abgespielt. Das ist da ganz praktisch. Videos funktionieren ähnlich. Sie laden nur einfach hier statt einem Bild ein Video rein. Das Video ist dann sozusagen auch in der Layout-Größe, die Sie hier eingestellt haben, vorhanden. Und ja, in der App gibt es dann so einen kleinen Button, da können Sie es dann auch vollflächig vergrößern. Genau, das bietet sich dann an, da kann man zum Beispiel Videos hier einbetten und gleichzeitig zum Beispiel noch Links geben, zum Beispiel zur Literatur. Wie man das macht, hier haben wir die Literatur. Das ist ähnlich wie das Glossar. Sie können hier einen neuen Eintrag machen, zum Beispiel. Ja, weiterführendes Paper zu Thema X und von Professor XY.
Und da können Sie dann hier jetzt eine Mediendatei einwählen. Dann nehmen Sie dann einfach, ja, sagen wir mal Literatur. Dann nehmen Sie jetzt zum Beispiel hier mal, haben Sie jetzt hier so ein Paper zur Windenergie, wo es weiterführend geht. Das können Sie dann einbetten. Und wenn Sie jetzt hier wieder bei den Modulen sind, dann können Sie jetzt hier zum Beispiel wieder Verweis machen. Dann wählen Sie hier als Verweistyp die Literatur aus. Und ja, nehmen hier das weiterführende Paper. Genau, zum Thema X. Sie sehen jetzt schon, ja, hier wird es Ihnen auf zwei Teilen gedreht. Muss man mal gucken, da kann man dann vielleicht die Schrift verkleinern oder das anderweitig darstellen. Also hier zum Beispiel. Machen wir es ein bisschen kleiner und schon passt es schön rein. Genau, also das ist Text. Das ist eigentlich sehr einfach. Jetzt machen wir ein neues Modul, gehen hier auf Neu und machen jetzt hier mal ein Quiz. Und ja, hier nehmen wir mal das Quiz, legen wir mal hier hin. Dann nehmen wir mal einen anderen Button vielleicht. Achso, nicht über Neu. Dann gehen wir auch wieder über unsere Auswahl. Da nehmen wir mal hier das zum Beispiel. Ja, da machen wir ein einfaches Quiz. Genau. Und hier soll es so bleiben. Genau. Legen das mal hier hin. Nennen das Quiz. Ja, heute springt es hier. So. Ah ja, Beschriftung. Okay. Legen das nochmal an. Habe ich hier schon ein neues Element. Gut. Also, wir haben das Quiz. Wir haben hier Möglichkeiten, kann einen Hintergrund reinladen ins Quiz. Das heißt, dass es vielleicht ein bisschen interessanter aussieht. Könnte man jetzt sagen, man hat hier im Hintergrund nochmal das Cover hier. Ich tue sie jetzt mal der Übersichtlichkeit halber mal weg. Jetzt legen wir mal eine Frage an. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel fragen wir, ja, was ist, ja, was ist wichtig für XY? Und dann haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel noch ein Bild einzugeben. Das zeige ich gleich. Jetzt erstmal die einfachste Möglichkeit, einfach Fragetext und Antworten. Und die Antworten lege ich hier einfach an, über Neu. Zum Beispiel, ja, haben wir hier jetzt mal A. Jetzt können wir hier noch eine Bemerkung machen. Wenn jetzt jemand denkt, A ist richtig, dann, also es wäre zum Beispiel auch ein Wort, das ist zum Beispiel ja, Produktplanung. Geben wir mal was, das man sich mir vorstellen kann. Und ja, hier schreibe ich dann meinen Erklärungstext, warum das alles wichtig ist und das ist auch die richtige Antwort. Und das wird mir jetzt hier so angezeigt, also nur mir hier als Autor. In der App ist das dann alles leer und der Nutzer muss sich das da auswählen, ohne diese tolle Hilfestellung. Dann hier, ja, Marketing, das ist jetzt dann nicht so wichtig. Und ja, machen wir hier noch eins, Redesign. Und ja, das ist hierfür auch nicht relevant. Und hier gibt es auch immer Bemerkungen dann, natürlich in nicht Blindtext, sondern ausführliche Schrift, warum das dann alles richtig oder falsch ist. Können Sie auch weglassen und Sie haben das jetzt hier. Sieht jetzt so aus, was ist wichtig für XY. Und jetzt können Sie da eine Auswahl treffen. Jetzt machen wir mal einen anderen Typen. Da gehen wir hier auf Neu. Die nächste Frage kommt hier. Das ist wie bei den Seiten. Die kann man auch hier mit der Richtung verstellen, wenn Sie denken, ah, das ist doch die andere Frage. Und jetzt gebe ich hier wieder einen Fragetext ein. Was mache ich jetzt? Genau, dafür wählen wir uns erstmal vielleicht ein Bild aus, damit man das sehen kann. Gehe jetzt hier mal auf den Bausatz. Gehe jetzt mal hier hin und dann nehmen wir hier mal das Bild Rotor. Jetzt haben wir hier so ein kleines Bild Rotor. Das ist uns jetzt noch ja, zu klein. Da soll der Nutzer ja was drauf erkennen können. Dann haben wir jetzt hier Einstellungen. Dann machen wir es mal auf Groß. Ja, und hier im Bild sind jetzt so einzelne Nummern und jetzt wollen wir einfach wissen, okay, als Frage, was zeigt Nummer 1? Dann stellen wir das so an, ein und ja, der Text darüber, der gefällt uns jetzt nicht und dann können wir das im Layout ändern. Dann machen wir den Text links davon und jetzt geben wir ein paar Antworten ein. Also man sieht hier zum Beispiel den Rotor.
Und ja, das wäre jetzt richtig. Kann man auch noch schreiben, warum das richtig ist. Oder ja, das ist der Fuß von der ganzen Plattform. Das ist falsch. Und so weiter. Jetzt sieht man hier, das ist abgeschnitten, aber das kann man jetzt hier mit den Spalten ändern. Also wenn Sie merken, das passt nicht mehr gut auf das Layout drauf, dann können Sie das hier auf mehrere Spalten aufgliedern. Genau, und da können Sie auch noch eine neue Antwort schreiben. Also zum Beispiel ja, vielleicht noch der Motor. Das wäre jetzt auch nicht korrekt. Und Sie sehen, das ist wieder hier und dann mache ich halt drei Spalten. Genau. Dann, was für Möglichkeiten gibt es noch? Ich gehe auf Neue. Also ich kann zum Beispiel eine Bilderauswahl auch machen. Das heißt, ich habe einen Text und meine Antwort sind Bilder. Ich schreibe zum Beispiel, welches Bild zeigt die rechte Handregel. Handregel. Nicht Regal. Regel zu. Und jetzt kann ich hier unten bei den Antworten Bilder reinsetzen und dann wähle ich hier bei Antworttyp nicht Text aus, sondern Bild. Und dann kann ich hier jetzt die Mediendateien wählen, die ich brauche. Zum Beispiel, ich nehme hier jetzt gleich mal Right Hand. Genau, das ist auch richtig. Kann ich wieder schreiben, warum. Das erscheint mir jetzt hier relativ groß, aber sobald ich jetzt mehr Antworten eingebe, wird es auch kleiner. Dann wähle ich jetzt hier mal noch ein paar falsche Antworten. Also da gibt es ja noch mehr Regeln. Genau. Sieht schon, das skaliert sich automatisch. Man kann jetzt auch hier wieder das in Spalten zum Beispiel ändern. Und jetzt hat eben der Nutzer die Möglichkeit zu sagen, okay, was ist denn die rechte Handregel und was nicht. Genau. Sie können jetzt statt hier den Mediendateien, also wenn Sie Bild wählen, können Sie hier bei den Mediendateien jetzt oben zum Beispiel auch, können Sie zum Beispiel jetzt für hier, wo wir es hier hatten, statt einer Bildabfrage auch eine Audioabfrage machen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Fremdsprachenkurs machen wollen und abtesten wollen, ob die Person schon versteht, was in einer anderen Sprache gesagt wird, können Sie hier einen MP3-File rein geben, das dann in der Fremdsprache zum Beispiel was angibt, wo der Nutzer dann entscheiden muss, was heißt es denn? Oder Sie können auch ein Video angeben, kann man zum Beispiel hernehmen in der Physik bei Wellenbewegungen, die sich eben nur durch die Bewegung unterscheiden, wo man das in der Grafik nicht so gut sieht. Das heißt, Sie sehen ein kleines Video und sollen dann sagen zum Beispiel, was das jetzt genau für eine Welle ist anhand von der Wellenbewegung. Genau, das ist das Quiz. Jetzt machen wir eine neue Lerneinheit, da gehen wir wieder auf Neu. Und jetzt wählen wir das Zuordnungsspiel aus. Hier, ja, geben wir wieder den Titel. Ah, genau, das erscheint dann da unten. Sie sehen das. Das gebe ich hier nachher an. Schreiben wir es mal bei der Beschriftung nochmal. Zuordnungsspiel. So. Und dann wählen wir uns auch mal nochmal einen neuen Button aus. Dann nehmen wir jetzt hier mal, ja, vielleicht nochmal so ein Symbol. Hier, das kann man jetzt sehen, zum Beispiel Schwierigkeitsgrade. Sie können es aber ganz allein festlegen, was das in Ihrem Fall bedeutet. Genau. Und jetzt muss ich hierfür einen Hintergrund reinladen. Also das brauche ich bei dem Zuordnungsspiel. Das kann ich hier machen. Da gehe ich über Neu. Und da habe ich jetzt hier schon was vorbereitet. Genau, hier bei Matching Game. Hier eine Piezo-Tube, die wir dann jetzt hier bestücken. So, das haut mir hier schon wieder ab. Da muss man ein bisschen gucken. So, Sie sehen jetzt hier, sehen Sie sogar eine Hintergrundgrafik mit hier leeren Flächen. Und auf die leeren Flächen soll der Nutzer jetzt Sachen zuordnen. Ich schreibe jetzt hier mal was rein, was er tun soll. Ja, hier ordnen Sie die Elemente. Ups. Elemente. Ja, besser rüber kopieren. Elemente. Richtig. So. Dann haben Sie, können Sie hier so eine Anforderung hinschreiben. Sie können Sie da auch aber in die Hintergrundgrafik integrieren. Da können Sie beides machen. Dann gehe ich jetzt hier auf Neu und kann mir jetzt hier so Spielmarken eingeben. Und hier, das kann ich über Neu machen. Da habe ich jetzt auch ein paar vorbereitet. Also hier zum Beispiel Pidyn, Pistat, Piezo.
und wähle die hier aus. Das heißt, ich habe hier einzelne Spielmarken, habe hier die Startposition. Genau, kann die halt hinlegen, wo die hin soll. Und habe eine Lösungsposition. Die kann ich dann auf die richtige Stelle legen. Genau. Und am Ende habe ich sozusagen dann alle hier verteilt, alle Startelemente und alle Lösungselemente. Das heißt, ich lade mal nochmal eins rein, einfach über Neue, neu erstellen, dann das Button-Icon erstellen. Ja, was nehmen wir? Dünn. Genau. Startanzeige und hier Lösungsanzeige. Genau. Mal noch ein bisschen verschieben, dass das ordentlich aussieht. Und dann legen Sie das auf die richtige Position, wo es bei Ihnen passt. Genau. Und so können Sie dann so ein kleines Zuordnungsspiel basteln. Also da kann man verschiedene Elemente verwenden. Da kann man zum Beispiel so Reihenfolgen bauen oder auch eben solche Zuordnungsaufgaben. So, jetzt zeige ich noch das letzte Element. Da gehen Sie wieder auf Neu. Und da wählen wir den letzten Typ aus, das Assessment. Da können wir einen kleinen Abschlusstest machen. Genau, ich gebe es jetzt hier wieder an, Assessment. Bei der Beschriftung auch. Hier Assessment. Sie können das natürlich anders benennen, das muss nicht Assessment heißen. Sie können auch hier so die Schriftfarbe ein bisschen ändern, damit es auch besser aussieht. Ja, können Sie hier wieder den Modulbutton ändern. Dann machen wir jetzt hier mal dieses Symbol. So für diesen Abschlusstest ziehen es hin. Wenn es mit dem Ziehen nicht so gut klappt, dann ist bei mir jetzt vorgesehen, das springt manchmal. Sie können es auch einfach hier über die X- und Y-Position hier so ein bisschen sozusagen anbinden. Das ist jetzt hier noch so die alte Position. Ja, da müssen wir noch ein bisschen gucken. Okay, weg davon. Gehen wir zum Assessment. Was ist das Assessment? Wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel von dem Quiz? Das ist ja auch so ein Abtestmodul. Der Unterschied ist, Sie haben jetzt hier Eingaben für die Dauer und für die Punkteanzahl. Das heißt, Sie können festlegen, zum Beispiel, dass es ja, 5 Minuten dauern soll, bis das Assessment abläuft. Das heißt, der Nutzer hat 5 Minuten Zeit. Da muss er die Fragen beantwortet haben. Und er hat eine bestimmte Punktzahl, die er erreichen muss. Also zum Beispiel, er muss, ja, sagen wir mal, auch 5 Punkte erreichen, bis er das bestanden hat. Und jetzt kann ich hier Fragen festlegen. Also, Unterschied zum Quiz ist, ich habe hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wo man beim Quiz jetzt nur eine Einfachauswahl hatte, haben wir jetzt hier eine Mehrfachauswahl und eine Freitextauswahl. Nehmen wir mal hier Mehrfachauswahl und ich kann hier eben für jede Frage Punkte vergeben. Also ich vergebe jetzt hier mal zum Beispiel einen Punkt dafür. Dann Fragetext wäre zum Beispiel, was gehört in die Kategorie X? Und dann kann ich hier zum Beispiel auch wieder Antworttypen geben, Text oder Bild. Ich nehme jetzt mal Text und kann hier verschiedene Antworten geben. Ich schreibe jetzt hier mal irgendwas hin, das ist richtig. Kann jetzt aber auch sagen, ja, diese andere Antwort ist auch richtig. Sie sehen jetzt schon, es gibt hier keine Bemerkungen mehr. Das heißt, im Endeffekt, der Nutzer soll ja die Aufgaben jetzt in der Testsituation machen und bekommt natürlich jetzt keine Rückmeldung erstmal, okay, das war richtig oder falsch, die bekommt er erst ganz am Ende. Genau, also ich kann hier verschiedene Antworten schreiben. Also hier wäre jetzt zum Beispiel nicht richtig und kann jetzt hier ja, so viel ich möchte hier aufschreiben. Kann die auch wieder so in so Spalten aufteilen und der Nutzer kann jetzt hier auch mehrere ankreuzen. So, das lädt wieder zu lang und dann schauen wir es uns so an. Genau. Ja, Sie können hier so viele Fragen machen, wie Sie möchten. Sie können die auch wieder ändern, wie wir es vorgesehen haben. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch das Element Freitext, weil das auch ein bisschen anders ist. Sie haben hier Freitext, geben wir wieder einen Punkt. Und jetzt geben wir zum Beispiel mal eine Matheaufgabe. Ja, ganz einfach. Was ist 5 mal 5? Und ja, jetzt kann die Antwort eben im Freitext geschrieben werden. Dazu müssen Sie aber natürlich angeben. Der Computer überprüft es dann hier mit Ihren Antworten. Da können Sie auch
10 hinschreiben, die richtig wären. Nur eine davon muss halt der Nutzer dann eintippen, also am besten auch mit Rechtschreibfehler. Also zum Beispiel jetzt mal ganz einfach 25. Wir könnten es jetzt aber als Antwort auch zum Beispiel ausschreiben lassen. Und der Nutzer bekommt dann hier so ein Tastaturfeld ausgezeigt und er sieht, okay, er muss das jetzt eintippen. Das ist ganz gut, dadurch können Sie auch komplexere Aufgaben verwenden. Genau. Ja, das ist das Assessment. Wir haben jetzt hier diesen Pfad. Wir haben hier jetzt vier Elemente. Jetzt natürlich die Frage, okay, wollen wir, dass der Nutzer gleich Zugriff zu allen Elementen hat oder soll er die in einer bestimmten Reihenfolge durcharbeiten? Und also wir wollen, dass er das jetzt in der Reihenfolge macht. Also er soll zuerst in die Lerneinheit kommen, sich die anschauen und kann dann entweder das Quiz machen oder das Zuordnungsspiel und kommt dann am Ende schlussendlich zum Assessment. Und für diese Einstellung gehen wir auf Modulsteuerung. Und hier ist eigentlich die Logik so ein bisschen drin, wie die Module aufeinander aufbauen. Sie haben ja jetzt hier Bild auf Bild, aber eigentlich noch keine Logik. Und jetzt sagen Sie, okay, dieses Assessment, das soll erst ja, gemacht werden können, wenn entweder eben dieses Quiz oder das Zuordnungsspiel geschafft worden sind. Und da stellen Sie jetzt ein, das ist nur aktiv. Das heißt, der Unterschied zwischen nur aktiv und nur sichtbar ist, dass bei nur aktiv dieses Element jetzt so ausgegraut ist, wie Sie es vorgesehen haben. Bei nur sichtbar würde das erst erscheinen, wenn diese Lösung erfüllt ist. Das heißt, da würden Sie jetzt gar nichts sehen in der App. Und erst, wenn jemand so einen Pfad erfolgreich bestanden hat, kommt dann das Element. Und da gehe ich jetzt hier auf mindestens eine Bedingung, weil im Endeffekt er kann er den Pfad lösen oder den, das ist egal. Und da gebe ich jetzt eine Bedingung ein. Also das Modul Quiz soll ungeöffnet, heißt es soll nicht geöffnet sein, geöffnet, einfach mal reingeschaut und wir nehmen aber abgeschlossen. Also entweder das Modul Quiz ist abgeschlossen oder das Modul Zuordnungsspiel ist abgeschlossen. Das heißt, wenn er jetzt einen von den Pfaden durchgeht, dann darf er hier rein. Und jetzt möchten wir aber vielleicht auch noch, dass das Quiz und das Zuordnungsspiel auch erst betreten werden dürfen, wenn vorher die Lerneinheit gelöst worden ist. Da gehen wir jetzt mal auf Quiz. Also wir tun das immer bei dem Element, das betreten wird, tun wir die Bedingung einstellen. Also das Quiz soll zum Beispiel nur aktiv sein, wenn folgende Bedingung erfüllt ist. Und zwar die Lerneinheit soll, und jetzt sagen wir, die muss er nicht abschließen, aber er soll sie zumindest mal geöffnet haben. Da stellen wir das ein. Und bei dem Zuordnungsspiel stellen wir genau die gleiche Bedingung ein. Also die Lerneinheit soll geöffnet sein. Genau, damit haben wir unsere Logik eingestellt. So, damit haben wir jetzt unsere App sozusagen fertig erstellt. Wir speichern das Ganze nochmal ab und können sie dann auf eine App zum Testen übertragen. Genau. Was Sie jetzt hier noch so an Elementen haben, was Sie jetzt noch nicht so hatten, war zum Beispiel Feedback. Sie können eine eigene Feedback-E-Mail einstellen. Da können Sie hier Ihre E-Mail-Adresse angeben, einen Betreff und dann hat der Nutzer die Möglichkeit, in der App Ihnen quasi eine Mail-Nachricht über sein Mailprogramm zu schicken, Sie was zu fragen. Und hier haben wir noch hier so ein Element, falls Sie jetzt sich sehr gut HTML5 auskennen, selbst programmieren wollen und da eigene Hacks verwenden wollen, dann können Sie hier auch Zusatzdateien reinladen und von denen zugreifen. Also quasi so im Text können Sie dann auf HTML-Inhalte hier zugreifen. Dafür müssen Sie allerdings relative Pfade verwenden. Aber sonst funktioniert es einfach, indem Sie hier die Elemente hinzufügen oder einen ganzen Ordner hinzufügen. Genau, und hier sehen Sie noch was für die Signatur. Das ist jetzt hier bei mir, da kann ich das umstellen noch, ob das eine Testversion ist oder eine Enterprise-Version. Also eine Unternehmensversion. Genau, damit haben Sie jetzt erfolgreich eine App erstellt mit iAcademy. So, jetzt tue ich das hier wieder weg. Genau, jetzt gehen wir hier wieder weiter. So. So zum, ach so, Entschuldigung. Da gehen wir jetzt hier nochmal runter. Ja, das ist ein bisschen extra Info. Genau. Wenn Sie jetzt Interesse haben, iAcademy mal auszuprobieren, dann gehen Sie einfach auf die Webseite www.iacademy.mobi und hier können Sie sich schon mal die App herunterladen. Also entweder hier im App Store oder bei Google Play. Da finden Sie die Verlinkung dazu. Sie können auch einfach nach iAcademy in den einzelnen Stores suchen. Und wenn Sie hier auf Store gehen, kommen Sie zu unserem Store und da können Sie sich dann auch für den Editor anmelden. Oder ja, Sie melden sich einfach.
bei mir. Das können Sie auch machen. Das wäre es somit zu dem Kurs, zu der kurzen Einführung in iAcademy. Ja, also ich bedanke mich für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit.